Eltern waren schon Junkies. Schau ihn an, er ist diese Art von Typ, dem man nicht trauen kann. Er haut sich alles rein wie eine Laborratte, rastet aus und weiß dann nicht mehr, was er vorhatte. Er war schon früh drauf, so mit 13, dass seine Mom nun teilen musste, wollte sie nicht reinsehen. Und so ging er statt den Unterricht abends immer mit nem Kumpel auf den Jungenstrich. Seine Mutter ist dann irgendwann an Heroin verreckt, war nur ne Frage der Zeit, haben ihm die Ärzte gesteckt. Sein Vater ist in Frankfurt, wie man hört, immer auf Crack. Und sowieso ist alles, was er im Leben erlebt hat, schlecht. Jizza, glaub's mir, der Typ ist ein Raubtier. Mann, wär ich in seiner Haut, würde ich sagen, nichts wie raus hier. Jetzt schau ihn dir an, lebt von einem Schuss zum nächsten. Dieser Typ hat keinen Segen. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann. Ich kenn den Typen, hab ihn abstürzen sehen, aber Adebo, weißt du, was sie im Viertel erzählen? Eines Nachts ist er todesdrauf heimgekehrt, hat sich entschlossen, clean zu werden und sich eingesperrt für circa 18 Wochen. Er hat sein Handy zerschmettert und den Kontakt zu allen seinen Freunden abgebrochen. Und er musste sich zwingen zum Essen und dachte, gegen die Schmerzen muss er sich dringend was pressen, aber er hat die Tür nicht aufgemacht. Egal wer draußen war, nach nem halben Jahr sah man ihn dann mit zerzaustem Haar im roten Jogginganzug jeden Morgen um den See rennen, während alle seine Freunde sich was klären. Adebo, ich glaub echt, dass er's geschafft hat. Statt durch Drogen wirft er jetzt durch Sport seine Last ab. Und Alter, schau ihn dir an, Mann, er sieht gut aus, braun gebrannt, Menschen ändern sich. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann. Adebo, Menschen ändern sich. Nein, Menschen ändern dich. Würdest du ihm trauen, wenn du in der Klemme bist? Ich weiß nicht, was du meinst, der Typ hat sich geändert. Oder meinst du wirklich, dass er nach der Scheiße nochmal kentert? Glaub mir, Menschen ändern sich. Doch das ändert nichts an dem, was war, ist alles unveränderlich. Manche Menschen haben zu viel Dreck gefressen, zeigen keine Emotionen, nur ein leiderfülltes Lächeln. Glaubst du wirklich, dass er weiß, was grad abgeht? Und glaubst du nicht, dass er grad irgendwo sitzt und abhebt? Nein, Adebo, glaub ich kaum, aber lass uns doch einfach nachsehen. Wenn du meinst, können wir ja kurz mal rüber zum Park gehen. Siehst du? Keine Menschenseele. Aber was ist denn das? Ist das nicht ein Kollege und der kauft ein bisschen was? Nein, kann nicht sein, Mann, der war clean, ich kann es schwören. Ich habe es doch gesagt, aber du wolltest es nicht hören. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann. Es ist dieser Typ mit Augenringen, dünner Kerl von nebenan. Es gibt ihn überall und man kennt ihn schon ein Leben lang. Ständig abgebrannt, er klaut und er pumpt jeden an. Man weiß nicht, wie lange er das auf und ab hier überleben kann.